Yo, hey ho, und somit wieder mal herzlich willkommen zurück zu einer World of Warcraft Runde. Ja, es hat jetzt lange keine Folge mehr gegeben und heute mal wieder dazu entschieden, einfach mal wieder spontan zu spielen erstens und mal wieder gleich mal eine Runde aufzunehmen oder euch ein bisschen ins Abenteuer mal wieder mitnehmen, was ich heute irgendwie so suchen noch werde. Ich weiß noch nicht, was für ein Abenteuer ich mache, aber auf jeden Fall mal gucke ich da mal die Garnisonssachen mal. Bisschen Gold und Cash und so ein Zeug abzufarmen. So. Ehrepunkte. Nach Ashram würde ich ja gerne wieder gehen. Aber da waren wir ja letztes Mal schon ein paar Folgen. Also lasse ich das halt mal aus. So, 100 Gold gibt es dann noch. Schaffen wir das? Ja, super. Oh, da gibt es noch mehr. Aufträge. Oh, so, was ist da? Eine Kugel, Siegel, naja, brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Genau, ich habe ich noch irgendwas zu verbessern? Lässt ein Anhänger die Eigenschaft Ornilogue erlernen, die die Erfolgsaussichten erhöht, wenn ein Arakoa an der Mission teilnimmt. Ja, mach mal. Gehst du? Geht das da irgendwie, oder? Ach so. Seid ihr sicher, dass ihr diese eigentlich... Nein, nicht ersetzen, nicht ersetzen. Das mit dem Gold ist super, machen wir das da, ja. Er hätte Erfolgsaussichten, wenn das Team einen Arakoa enthält. Naja, schauen wir mal, ob wir das noch zusammenbekommen. So. Missionen. Ja, aber es gibt jetzt gerade nicht wirklich Missionen für mich. Oh ja, hier gibt's was. Ja, diese signierte Karte, das kenne ich schon. Das Spielzeug. Benutzen lässt ein Anhänger die Eigenschaft Hearthstone Profi lernen. Ja, ja, ja. Schafft einen seelengebundenen Gegenstand, das kann man machen. Da können wir ein paar auf die Reise schicken, obwohl so viel habe ich gar nicht. Na, dann schicken wir einfach mal euch drei. Sonst hätte ich ja gerne ein bisschen Gold, aber da das nicht so wirklich wird, schicke ich euch zweimal und 10.000 Erfahrungspunkte. Ja, die anderen sind eigentlich eh schon alle Level 100 und voll. Puh, ja, dann habe ich eigentlich gerade nichts zu machen. Ja, dann macht's halt da einfach mal das Seltene. Und der Rest ist eigentlich ziemlich lahm. Ihr macht's halt dann nochmal ein paar Garnisonskisten. Ihr könnt's halt von mir aus noch ein bisschen Öl oder so machen. Und der Rest von euch soll sich hier einfach mal Mühe geben und vielleicht hier noch die 10.000 Erfahrungspunkte zu reißen. Weiß ich nicht. So, Ehrenpunkte habe ich jetzt auch schon. Wieder 1800, genau das möchte ich eh haben, weil ich möchte mir zwei Einhandschwerter kaufen. Und das Einhandschwert, dann habe ich mir schon eine Waffe gesucht. Möchte ich dann zu dieser Waffe jeweils zweimal verzaubern, dass ich diese Waffe dann links und rechts habe. Ich weiß nicht ungefähr, wo ich die habe. Ich glaube, Stufe 85. Okay, da weiß ich gleich jetzt nicht, wo ich dann nochmal dafür war, aber irgendwo Stufe 85. So. Blink dran. Quest beenden. Da gibt es wieder ein paar Goldsachen. Wie sieht es da hinten aus mit einer Angelquest? Ich habe mir jetzt auch ja schon die Berufe ein bisschen abgeguckt. So Berufe. Hier hinten. Berufe, Angeln. 5,58. Der Rest ist schon Max. Da habe ich eh die Quest noch am Laufen. Gut, genau. Die muss ich in irgendein anderes Gebiet machen, wo ich nicht mehr weiß, wo das war. Dings, da habe ich auch schon equipped, schon 674er Gegenstandsstufe. Was ist denn da jetzt noch mit den Bauungen, Umbauungen? Da drüben ist der Typ. Spiel zur Verfügung. Nee, du baust nicht um, hier bauen wir um. So, was können wir aufwerten? Goblin-Werkstatt, Kaserne, Lagerhaus. Was bringt sich das? Naja, aufwerten, aber was bringt sich das nochmal, wenn ich das aufwerte? Euer Ingenieur hält Zugriff auf 5 tolle neue Geräte. Das da? Kaserten. Die in der Kaserne sind die Streitkräfteorganisation sowie eure Anhänger untergebracht. Was bringt sich das? Gestattet es einen Anhänger mit Eigenschaft Leibwächter euch in Gebieten auf Trainer zu begleiten. Oh. Was? Was? Nicht genügend Material? Wie viel Garnisons? 8, noch 15. Na gut, dann geht's jetzt nochmal nach Kriegsspeer.
Und dort. No, 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 uno, momento. Wir wollen, genau. Entschuldigung. Wir wollen nach Burg Utgard heute. Und dort nochmal kurz einen täglichen Farm machen. Mit dem. Mit diesen. Blauen Protodrachen möchte ich da nochmal kurz gucken, ob ich den da vielleicht irgendwie bekomme. Wäre auf jeden Fall total cool, wenn ich das heute nochmal schaffen würde, mit den da zu holen. Jetzt muss ich nur nochmal gucken, wo auch der Eingang ist. Eingang, 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 Eingang. Da drüben ist er. So, natürlich sehen wir da gleich wieder 0, nichts durchgerannt. Also da gibt es auf jeden Fall mal den blauen Protodrachen. Dropschuss werde ich gleich sehen. Aber ich war hier schon oft drin und bis jetzt habe ich ihn noch nicht bekommen. Also es ist mühsam. Danach gucken wir noch, was wir noch so angehen. Ich habe eh noch ein paar zufällige, viele Aufgaben, Quests genommen. Meine Angel-Quest kann ich dann auch noch machen. Und. Also ich habe noch viel zu tun. Aber auch nicht so viel. Was mir beim letzten Mal auf jeden Fall aufgefallen ist bei den Berufen. Bei Schmiedekunst. Man kann nicht wirklich Waffen schmieden. Beziehungsweise ich habe noch keine Rezepte. Leute, wenn sich da wer auskennt bei Schmiedekunst mit 700. Ob jemand Rezepte für Waffen weiß. So mit dieser Gegenstandsstufe. Das wäre einfach nur geil. Weil ich habe bis jetzt keine Rezepte gefunden. Sprich auch der Internetseiten habe ich das nicht gefunden. Es ist komisch. Mein Meister. Warum? Keine Ahnung. Ich tat, was ihr verlangtet. Und ersuche euch um euren Segen. Den Lichtking. Den möchte ich auch mal den ich wieder machen. Da fehlen mir noch ein paar Völkchen. Bei den Dungeon-Schlacht. Laufen wir mal richtig. Bei den Lichtking. Ja. Genau. 10, 2, 3 Sachen sogar noch. Mit dem 2 beim Lichtking und 1 mit diesen Drachen, glaube ich. Oder zerstört. Oh, das ist Utgard, glaube ich. Ja, das ist Utgard. Nicht Utgard, Uldur, Entschuldigung. So. Das Uldur, Uldur, genau. 10er Uldur und 25 Uldur. Okay, da habe ich noch gar nichts gemacht. Genau, 10 Eisgrundzitadelle. Und dann. Fehlen noch 5 Sachen. 25er fehlen auch 5 Sachen. Dann gibt es hier auch mal Bereittiere. Da gibt es dann ziemlich viele. Drachen, wenn ich das alles habe. Und Kataklysm, das hier dauert sowieso noch ein bisschen. Das schiebe ich mal noch ein bisschen auf, bis ich das mache. Schlachtzüge von Kataklysm. Ja. Alles noch ein bisschen. Feuerlande. Verderbtes Ei von Milagazzo. Okay. Was muss ich denn da machen? Das werde ich gleich nochmal gucken. Bezwingt Lord Riolif in den Feuerlanden, ohne das veranlassen, dass er sich jemals nach links wendet, während seine Rüstung intakt ist. Aha. Okay. Ich werde das gleich mal probieren, dann später. Bezwingt Lord Riolif in den Feuerlanden, ohne zu veranlassen, dass er sich jemals nach links wendet, während seine Rüstung intakt ist. Genale 3. Ja, nice. So, Entschuldigung, starb der. Achso, das Genale ist der Dropschuss jetzt nicht da. Aber es hat nichts gebracht. Wir kriegen ihn nicht. So. Oh, wie komme ich jetzt dann nach... Ich muss nach Orgrimmar. Und von dort aus kann man dann nach Feuerlande fliegen. Leute, machen wir halt eine Runde Feuerlande auch noch durch. Dann kriegt er echt das Ei. Feuerlande bringt schon nichts während eines einzigen Gefechts zu jedem der folgenden Orte. Mit dem muss ich eigentlich alles abklappern. Ich glaube, das ist ein bisschen ein zeitaufwendigerer Erfolg. Aber für dieses Ei oder was da ist, das würde mich ja interessieren. Das würde mich jetzt ganz ehrlich interessieren, was es sich da auf sich hat. So, Orgrimmar, ich komme. Mach schon hin, so viel Zeit haben wir nicht. Komm schon! Wenn wir mal gucken, dass wir in Feuerlanden vielleicht jetzt den Erfolg dann noch kriegen und dieses eine ein. Und bin ich mal gespannt, was für ein Flugtier das ist. Die Leute werden es wahrscheinlich googeln. Ich weiß es noch nicht, wahrscheinlich werden sie es auch schon gesehen haben. Ich hab's noch nicht und ich werde mir jetzt dann angucken, was das für ein geiles Radtier ist. So. In die Richtung muss ich nach Feuerlanden, an den Berg rauf. Da müssen wir jetzt ein bisschen fliegen, Leute. Aber in der Zwischenzeit kann ich nochmal gucken. Da juckt sogar gleich das Auge. Mann, das tut jetzt weh. Ja.
Feuer, 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 Lande. Genau, verdammt das Ei von Milagazauer. Drachenseele. Muss ich auch dann nochmal rein. Ah, gut, dann die Feuerlande. Genau. Oh, das ist dann eh das mit dem. Ja, und überall hinbringen. Und dann aktivieren den Feuerlanden. Beide von Fandrals Flammen gleichzeitig, ohne dass ein Schlachtzugsmittel von Kniet vor der Flamme getroffen wird. Puh, sollte eigentlich machbar sein. Mein Drache heult da gerade, dass er hier noch nicht draufkommt. Bringt Shinnok während eines einzigen Gefechts zu jedem der folgenden Orte in den Feuerlanden, bevor ihr ihn erledigt. Das ist auch noch einfach. Und das glaube ich auch, naja, die zwei. Rechtsstrahl. Bezwingt Lord Riolif in den Feuerlanden, ohne zu veranlassen, dass er sich jemals nach links wendet, während seine Rüstung intakt ist. Ob wir das schaffen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, in Feuerlanden wieder ein paar Rüstungen zu bekommen, weil die möchte ich mir dann wieder. Ich glaube, geile Schultern gibt es, die hätte ich urgerne. Das wäre so schön, wenn ich die dann noch bei meiner Rüstung irgendwie hätte. Und weil das Schwert ist ja auch geil. Aber Schultern, ich meine, ja, meine Schultern sind auch extrem geil, aber puh. Schauen wir noch. So. Ich glaube aber, das muss auf heroisch gemacht werden, oder? Oder geht das auf normal auch? Bezwingt Lord Rühle den Feuerlanden, ohne zu veranlassen, dass er sich jemals nach links wendet. Seine Rüstung intakt ist. Oder muss das im. Hier steht nichts von heroisch. Hier steht nichts von heroisch. Das ist alles heroisch und das ist alles normal. Gut, dann hätte ich mal gesagt, wir schalten das mal lieber auf normal. 10 Spieler. Und dann schauen wir mal, ob das geht. Wenn ja, dann machen wir sich das lieber ein bisschen einfacher, weil auf heroisch, warum... Nein, ist heroisch. Okay, geht nicht. Lord Riolif. Okay, gut, gut, okay. Schauen wir mal, ob wir den Erfolg schaffen mit seiner Rüstung. Und mit den anderen allen müssen wir sowieso spazieren gehen. Also wollen wir noch den seine Beute kurz einsammeln, ein bisschen Gold. So, den Rest hier, Alter, da juckt man die Nase heute. Das ist ja wieder abnormal. Mit dem Shinnok muss ich jetzt da mal wieder... eine Rundtour machen. Oh, schaut mal, was da gleich verschiedene Sachen hier droppen am Anfang. Richtig viel Gold kann man da abfarmen. Vor allem Ruf könnte ich hier noch wesentlich verbessern. Leute, wir nehmen jetzt mal hier ein paar mit. Falls das geht. Mann, da juckt sogar die Nase, Alter. Irgendwas ist da in der Nase, es juckt. Alter, als ob das jetzt so... Ah! Mann! So, der Typ ist ja genau da oben. Dropshots, hier sehen wir sie, die paar Dropshots und so. Genau, und das ist ja noch schön, dass wir das so schön sehen, die Beute. Hat jetzt irgendwas, genau. Ja, das Schwert, das ist jetzt nicht so meins. Die Schuhe aber, oh, die Schuhe würden geil ausschauen. Ich glaube, die Aufseher müssen alle sterben. Dass der Shinnok so auftaucht, weil mit dem muss ich jetzt dann. Mit dem muss ich dann eine Rundtour machen. Den muss ich einmal ziehen. Huh. Das muss ja damals ein Wahnsinn gewesen sein. Wenn man nicht die ganzen Level drüber ist. Da wären auf jeden Fall sicher sehr viele Heiler dafür benötigt worden. Und außerdem müsste man ja vorher alles andere legen und komplett freiräumen. Dass man dann wirklich Ruhe hat. Und den, da durfte man gar nichts vergessen. Und dann einfach mal... Und dann ganz gemütlich einfach ziehen. Nicht viel Schaden machen, sondern einfach nur ziehen und heilen. So. Dann... Feuerlande, genau. Rechtsstrahl, Nase juckt mal wieder. Das geht mir jetzt schon am Arsch. Beziehungsweise drüben den Feuerlanden, ohne zu veranlassen, dass es sich jemals nach links wendet, während seine Rüstung intakt ist. Okay, das heißt, wir werden ihn einfach runterklatschen. Und ich hoffe, das funktioniert dann, oder?
seine Rüstung intakt ist. Ich glaube, wenn ich ihn ganz schön runterklatsche, soll das eigentlich kein Problem sein. Weiche kleine Fleischlinge. Hier. Plagegeister. Plagegeister. Okay, jetzt geht ein Gras. Ich weiß nicht, ob das. Ich zerquetsche euch. Ob das so gut ist. Ach so, warte mal, warte mal. Er dreht sich jetzt nach rechts. Ja, er dreht sich ganz nach rechts. Okay, warte mal. Wir zwingen Lord Rill in den Feuerlanden, ohne zu veranlassen, dass er sich jemals nach links wendet, während seine Rüstung intakt ist. Okay, das heißt, er darf sich immer nur. Ich meine, jetzt dreht er sich ganz, ist er eigentlich nur nach rechts. Theoretisch sollte das funktionieren, wenn ich auf nur seinen einen Fuß gehe. Adrian stolpert, als seine Rüstung zerstört wird. Nein, das war es irgendwie nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Gut, dann werde ich mir wahrscheinlich ein Tutorial angucken müssen. Alter, wenn die Nase nicht sofort schon jucken aufhört. Dann drehe ich am Rad. So. Puh, da muss ich deswegen nochmal kommen. Naja. Flammenpresche der Pfad, der Verderbnis, Trümmerstein, Fischkönner, Unterschlupf, der Krater. Urtümlichen Flamme. Trümmer und. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Trümmerstein, ja, oder? Rhyolith und Dings, nee, da nicht. Flamme, der Krater, genau, der Krater, urtümliche Flamme. Dann die Trümmerstein, die geschmolzene Feder. Da auch nicht, hä? Unterschlupf, ja. Flammenpresche. Oh ja, Trümmerstein. Die geschmolzen ist nicht dabei. Unterschlupf und der Pfad der Verderbnis. Und wo ist der Pfad der Verderbnis? Der ist irgendwo da, schätze ich mal. Ja, probieren wir's. Eine Herausforderung ist es immer. Und ja, liebe Leute, das war's eigentlich schon mal wieder für diese Folge. Ich verabschiede mich eigentlich schon wieder. Und ja, wir sehen uns dann erst wieder nächstes Mal. Und dann schauen wir mal, ob wir das so gut schaffen. Aber mit dem auch wirklich eine kleine Gassi-Geh-Runde schaffen werden. Bis zum nächsten Mal.